Junge, der aus Berlin kommt, der zum ersten Mal in seinem Leben die Nummer 1 ist. Darüber freut er sich und wir alle. Ihr Kaiser, ihr Roland Kaiser. Insel, die aus Träumen geboren. Es ist die Roland-Kaiser-Hymne. Sein erster Nummer 1-Hit, der ihn begleitet bis heute. Santa Maria, ihre Wildheit ließ mich erleben. Roland Kaiser ist ein deutscher Superstar. Seit fast 50 Jahren steht er auf der Bühne. Roland Kaiser gehört zu dieser kleinen Garde von Ikonen, bei denen man überhaupt nicht nachdenken muss. Sofort kommen die ersten Titel. Eine schwere Krankheit nimmt ihm die Atemluft. Der Zustand von Herrn Kaiser war so, dass wir davon ausgegangen sind, dass er nur noch wenige Wochen überleben kann. Doch Kaiser kommt zurück und füllt die Stadien. Da habe ich von geträumt, als junger Mensch, als ich anfing mit dem Beruf, da mal hinzukommen, war für mich unvorstellbar. Leipzig im Sommer 2021. Roland Kaiser wenige Stunden vor einem der ersten Konzerte nach langer Corona-Pause. Die Atmosphäre ist entspannt. Auch beim Soundcheck. An Kaisers Seite ein Team von Top-Musikern und Technikern. Ansonsten braucht Roland Kaiser nur eins, um die Fans zu begeistern. Roland Kaiser. Der braucht keine 30.000 Tänzer, der braucht auch kein Konfetti. Der hat seine Krawatte, seinen 2.000-Euro-Anzug aus Respekt zum Publikum, sein Mikrofon und er singt seine Lieder. Die Gefühle sind frei, mit den Wolken zu ziehen. Und er singt die mit einer gelebten Gewichtigkeit, die einfach das Publikum so ansteckt, dass es einen auch einen langen Nachklang hat. Also Rolands Konzerte haben immer einen Touch von Legende. Kaisers treue Fangemeinde ist bunt gemischt. Roland ist super. Schon jahrelang. Ja. Ich finde die Musik einfach geil. Ja, Stimmung. Stimmung, Musik ist einfach Bombe. Santa Maria ja, oder Schachmatt von früher. Die alten Lieder sind immer noch am besten. Genau. Egal ob Kaiser-Fan oder nicht, fast jeden seiner Titel hat man irgendwie irgendwo schon mal gehört. Das ist das, was man im Autoradio hört und eben nicht abschaltet. Das ist das, was subkutan in jedem Schädel irgendwie mitschwingt. Und genau so eine Duftmarke zu hinterlassen, das ist doch das Allerhöchste, was man überhaupt schaffen kann in seinem Leben. Kaisers Start ins Leben ist wenig erfolgversprechend. As a snowfly. Geboren im Berliner Arbeiterbezirk Wedding. Der Vater unbekannt. Die leibliche Mutter minderjährig und aus schwierigem Milieu. Vera Keiler legt ihren Säugling vor der Tür des Paul-Gerhardt-Stifts ab. Sie gibt ihrem Sohn den Namen Ronald. Damals waren die Schwestern Pförtner. Und wenn die morgens das Tor aufmachten, da hat er vor der Tür gelegen. Der 4 Wochen alte Ronald Kaiser wird auf der Säuglingsstation des Nonnenstifts versorgt. Doch es gibt eine Frau, die beim Jugendamt als Pflegemutter registriert ist. Und irgendwann kam das Jugendamt und sagte, wir hätten ein Kind für Sie. Wenn Sie daran Interesse haben, könnten Sie den Kleinen, und das war ich in dem Fall, der Kleine. Und so bin ich dann zu ihr gekommen, ja. Die alleinstehende Ella Oertel gibt Ronald ein Zuhause. Die beiden leben auf engstem Raum, müssen sich ein Schlafzimmer teilen. Geld hat die Pflegemutter, die als Reinigungskraft arbeitet, wenig. Aber jede Menge Verwandtschaft, die am Wochenende gerne feiert.
Dann haben wir Polonaise gemacht oder so durchs Zimmer, durch die Wohnung. Wenn nicht viel Platz war, hat man halt am Tisch gesessen und hat halt geschunkelt. Schunkelmusik, Schunkel- und Polonaise-Musik, die mich als Kind dann verfolgt hat und die in mir die Schunkel- und Polonaise-Phobie ausgelöst hat. Auch der Musikunterricht in der Schule kann Ronalds Gesangstalent nicht wecken. Zu viel Volksmusik. Der Junge singt vorsätzlich schief und sein Lehrer reagiert entsprechend. Hat dann irgendwann mich dann gebeten, aufzuhören mitzusingen und mich dann also rausgeschickt und hat dann am Ende des Schuljahres ins Zeugnis reingeschrieben, keine Note da, kein Gehör. Und damit war für mich Musikunterricht eine der schönsten Unterrichtsformen überhaupt, weil ich hatte frei. Auf den Straßen Berlins fühlt sich Ronald deutlich wohler. Ja, wir waren Hinterhofkinder, Straßenkinder, Bandenkinder. Wir hatten unsere Straßenbanden und waren auch recht, soll man sagen. Konnte auch zur Sache gehen. Seine Pflegemutter steht immer hinter ihrem Ronald. Eine sehr liebevolle, geradlinige, ehrliche Frau, die mir diese Werte von Recht und Unrecht vermittelt hat. Auch aufrecht zu gehen und sich nicht beugen zu lassen. Für ihre Möglichkeiten, die sie hatte finanziell, hat sie sich unglaublich eingesetzt für mich. 1967 wird Ronalds wichtigste Bezugsperson aus dem Leben gerissen, vor seinen Augen. Dann hat sie, wie im schlechten Film, da waren Gardinen aufgehängt und ich habe die Leiter gehalten und dann hat sie sich irgendwie zog sie zusammen, stürzte runter und dann lag sie am Boden. Und nach, glaube 7 oder 8 Tagen ist sie dann gestorben, hat einen Schlaganfall bekommen und ist dann verstorben, ja. Zu diesem Zeitpunkt ist Ronald 15 Jahre alt. Na klar, war geschockt und war traurig. Hat geweint, klar. Dann hat er sich gefragt, was wird jetzt aus mir? Kein Grund zu bleiben. Ronald verlässt die Schule nach der 10. Klasse und beginnt eine Lehre als Automobilkaufmann. Ans Singen denkt er nicht. Bis bei einem Feierabendbier das Gespräch auf eine Musiksendung kommt, die gerade in aller Munde ist. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Die Stars der Hitparade beeindrucken Ronald wenig. 3 Minuten singen, ohne dabei hinzufallen, das kann doch jeder, gibt er an. Einer der Kumpels nimmt ihn beim Wort und gibt ihm die Nummer seines Bruders, Gerd Kämpfe, der in einem Tonstudio arbeitet. Ronald ruft an. Er ließ sich nicht abwimmeln. Er rief sehr, sehr häufig an. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt reicht's, ich muss dem eine Chance geben. Und habe gesagt, Herr Keiler, was würden Sie denn gerne mal so singen im Studio? Ich kann ja die Playbacks besorgen. Ich möchte gerne My Way singen und In the Ghetto, Elvis, und Beautiful Noise, Neil Diamond. Dachte ich, na gut, mit den Dingern ist er sowieso raus, dann habe ich es hinter mir. Kämpfe verschafft Ronald Keiler einen Termin im Tonstudio seines Chefs Thomas Meisel. Und Ronald singt tatsächlich vor. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu große Lippe riskiert. Dem wird man ja erst bewusst, wenn man plötzlich vor diesem Mikrofon steht. Ich gebe zu, ich war verblüfft. Total sauber intoniert. Und was mich am meisten freute, er versuchte nicht, die Großen, in dem Fall ja Sinatra, Neil Diamond und so, nachzusingen, sondern er hat es auf seine eigene Art getan. Bin mit diesem Tape dann nach nebenan in das Büro von Thomas Meisel und sagte, Tommy, hör dir mal die Stimme an. Boah, das ist der klare, das ist die totale Schlagerstimme. Bin ich zurück und sage, Herr Keiler, können wir optisch schon ein paar Dinge ändern?
Ja, wieso? Ich sag, wäre gut, ein bisschen abzunehmen. Dann können wir mal anfangen. Der Anfang ist wenig glamourös. Ronalds erste Titel sind eher Flops. Die frühen Auftritte führen ihn in Dorfdiskos mit miesen Garderoben. Ich habe eine kleine Bühne aufgebaut, vielleicht 3x3 Meter. Ein Plastikmikrofon, da hat man sein Lied dazu gesungen. Irgendwo stand der Plattenspieler hinten rechts. Ich dachte, ich sterbe hier. Das ist doch nicht dein Ernst, dass das dein Beruf sein soll. Noch ist Ronald Keiler hauptberuflich Autoverkäufer. Erzählt der Kundschaft aber gerne von seinen eigentlichen Ambitionen. Wir sagten, ja, wir wollen eine Probefahrt machen. Da sagt er, ja, ist kein Problem. Ich rufe mal den jungen Kollegen an, den Herrn Keiler, der macht mit Ihnen die Probefahrt. Dürfen sich aber nicht so wundern, der ist ein bisschen komisch. Der meint, er wird ein Schlagerstar. Es kam kurz darauf ein junger Mann und hatte einen riesigen Schal um, daran erinnere ich mich noch genau. Sie müssen schon entschuldigen, aber ich habe heute noch Probeaufnahmen. Ich bin so ein bisschen im Schlagergeschäft. So ein bisschen Schlagergeschäft ist im Tonstudio, das Ronald Keiler entdeckt hat, zu wenig. Und so werden Strategien entwickelt, wie man den Sänger optimal vermarkten könnte. Als klar war, dass wir auch längerfristig planen, haben wir uns hingesetzt und haben darüber nachgedacht, wie sieht das Ganze optisch aus? Bleibt es bei der Frisur? Muss man was im Styling machen? Und natürlich wesentlich der Name. Nicht böse sein, aber Ronald Keiler, also das geht gar nicht. Ich habe ja eine Idee, wir nennen dich nicht Ronald, sondern Roland, das fließt besser im Deutschen. Und das mit dem Keiler war einfach ein Kaiser. Das ist dann, das klingt so ähnlich, du musst dich so umgewöhnen und machst du doch, oder? Ich sage, ja. Und seitdem heiße ich halt so, ne? Mit neuem Namen und viel Hartnäckigkeit bringt ihn sein Management 1976 endlich zur Hitparade. Weiter mit der Standnummer 9, meine Damen und Herren. Neuer Name, Roland Keiser. Eine Nacht, die du mir vergessen kannst. 1-2 Jahre später haben wir im Fernsehen zufällig Hitparade gesehen. Mein Mann rief, guck mal, das ist doch der, der dir dein Auto verkauft hat. Geguckt, ja, da war es Roland Keiser. Schachmatt und die Dame im Spiel. Der Autoverkäufer mit Ambitionen ist auf dem Weg zum Schlagerstar. Ein Auftritt in der Hitparade ist in den 70er Jahren der Karrieremacher. Jetzt zieh dich aus, Amor. Wir sind zu Hause, Amore mio. Ich liebe dich, Amore mio. Diese ZDF-Hitparade war prägend für ein ganzes Jahrzehnt im Popgeschäft, im Deutschen. Da lagerten wirklich die Fans stellenweise zu Hunderten. Und wenn die Sicherheitsleute nicht aufpassten, dann kamen die auch rein und es passierte halt, du hast Messer und Gabel und plötzlich warf sich irgend so ein Mädchen quasi über Messer und Gabel und sagte Autogramm, Autogramm. Keisers Management tut alles, um seine Wirkung auf der Bühne zu perfektionieren. Er wird zu einem Tanztrainer geschickt. Irgendwann hat er gesagt, ich muss nicht mal sprechen, komm mal in mein Büro bitte. Bin ich rein, hat er mir so einen Umschlag gegeben, dann hier ist dein Geld wieder. Ich sag, warum denn? Alle Mitstreiter hier haben gesagt, wenn der weiter hier rumspringt, dann lernen wir das alle nie mehr. Möchte dich bitten, jetzt zu gehen und bitte auch nicht mehr wiederzukommen. Auch ohne Tanztalent lieben ihn die Fans der Hitparade. Doch dem strengen Blick von Regisseur Truk Brands missfällt Keisers Bühnenoutfit. Dann kam ein Kommentar von da oben, ne? Ja, so kannst du hier nicht auftreten. Dann geh mal in die Stadt, kauf dir neue Klamotten. Dann sagst du, ey, was denn? Die Firmen alle ganz brav, Hase, und kam dann die Promotion und sagten, wir müssen losfahren, der Druck will das nicht haben. Und ich habe mir gedacht, das ist doch nicht dein Ernst, du. Da kam jemand auf die Idee, mir Anzüge anzuziehen, da bist du raus aus der Nummer, da kann dir nichts passieren, weil wir da sagen, es ist halt Krawatte und Anzug, ne?
Seitdem gehört der Anzug zu Kaisers Auftritten, genau wie das Lied, das 1980 sein erster Top-Titel wird. Der Junge, der aus Berlin kommt, der zum ersten Mal in seinem Leben die Nummer 1 ist, darüber freut er sich und wir alle. Ihr Kaiser, ihr Roland Kaiser. Insel, die aus Träumen geboren, ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Eigentlich wollten Kaiser und sein Mitautor die Geschichte von der Entdeckung Amerikas mit dem Schiff Santa Maria erzählen. Sie präsentieren den Text Studiochef Thomas Meisel und ein paar Kolleginnen. Santa Maria segelte für Spaniens Ehre bis an alle Grenzen dieser Erde. Das ging um das Schiff Santa Maria. Und dann haben wir das vorgestellt in der Firma. Und die Mädchen in dem Gremium da, die haben gesagt, und was ist hiermit? Es sollte ein Abend, nichts Abenteuer, da muss Liebe rein. Wir waren stocksauer. Wir haben dann gesagt, okay, das, was er will, kriegt er jetzt aber richtig. Den habe ich an allen Ecken und Enden übertrieben. Hielt ich ihre Jugend in den Händen, also alles, was gar nicht geht eigentlich. Und wir haben uns wirklich palstrot gelacht darüber. Bin nächsten Tag zu Tommy, sag hier, dein Text. Guckt er rauf, sagt er, riesig. Sagt Thomas, das ist ein Spaß. Den nehmen wir jetzt auf, das ist riesig. Sagt Tommy, bitte. Sagt er, nein, das ist gut. Der Erfolg gibt ihm recht. Santa Maria ist Kaisers erste goldene Schallplatte. Er freut sich. Wir alle freuen uns mit ihm, ich bin sicher, Sie auch. Denn Sie haben sie ihm ja eigentlich beschert. Ihrem, Roland, dem Kaiser. Wirklich der Kaiser, ganz vorne. Santa Maria, Ihre Nummer 1! Santa Maria schallt bis nach Ostdeutschland. Auch hier wird die Hitparade geschaut. Und so erreicht der Erfolgsschlager aus dem Westen viele DDR-Bürger. Santa Maria, Insel, die Ostdeutschland. 1980, Hitparade, Dieter Thomas Heck, Roland Kaiser kam die Treppe hinunter und sang Santa Maria. Ich habe aber keinen Menschen gesehen, ich habe nur grisslige Figuren gesehen. Also ich habe nur die Stimme gehört und die Stimme hat mich zu 100% überrascht, überzeugt, bis heute. 1987 soll der Westkünstler Kaiser sogar live in Ost-Berlin auftreten. Vorher prüfen die DDR-Behörden Sänger und Team auf Herz und Nieren und lehnen ein Bandmitglied ab. Wir haben gelesen, Sie haben ja als künstlerischen Leiter Franz Bartsch, der ist nach einem Konzert hier in West-Berlin geblieben, also geflohen. Und dann sind wir da, den dürfen Sie nicht mitbringen. Bischof John kann ich eigentlich gar nicht kommen, weil der ist jetzt das oben, der hat das geschrieben. Aber ich habe eine Idee. Mensch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein bisschen Post. Bitte Post. Den Kollegen zu Hause zu lassen, ist für Kaiser undenkbar. Und so schreibt er an den Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, persönlich und erbittet die Einreisegenehmigung. Die Gefühle sind frei. Der Brief zeigt Wirkung. Mit kompletter Band spielt Kaiser an drei Abenden im Friedrichstadtpalast. Bis ans Ende der Welt. Ich weiß ja, wie ich damals ankam, standen da im hinteren Bühnenbereich 10.000 Leute da. Ich dachte, was ist hier los? Das ist ihretwegen. Das ist ja nicht ihr Ernst. Also, unglaublich. Ich bin dann damals raus auf die Bühne, hab dann nach dem ersten Song gesagt, das ist schön, dass ich hier bin. Ich bin gerade vor 10 Minuten vor uns losgefahren, von zu Hause. Und zack, bin ich schon hier. Ein Gejohl in dem Laden. Kaiser erobert die Herzen der Ostfans im Sturm. Amore, amore. Amore, amore. Ich wollte Roland Kaiser eine Blume überreichen. Und das ist mir gelungen. Er hat meine Hand gestreichelt. Ich habe die, glaube ich, 3 Tage nicht gewaschen danach. Es war der Wahnsinn. Du stehst dem Menschen gegenüber und du kannst es in dem Moment gar nicht fassen. Du
denkst eigentlich nur noch, du fliegst zu ihm hin. Sweet Caroline. Der Star im weißen Anzug singt sich in die Herzen des Publikums in Ost und West. Vor allem die weiblichen Fans geraten beim Anblick ihres Idols ins Schwärmen. Ja, sympathisch, vielleicht auch ein bisschen erotisch. Die schönen blonden Haare, die Größe und sein lustiges Lächeln. Also mir gefällt alles an. Netter Mann. Wäre schon mal ein Typ. Meine auch. Meine Kinder haben schon Angst, dass ich nicht nach Hause komme. Es gab Fans, die natürlich das mochten, was man macht, aber man muss sich das jetzt nicht vorstellen, plötzlich 10 nackte Frauen da vor der Tür standen. Ich generell, doch wenn sich die Gelegenheit bietet, lässt Kaiser seinen Charme spielen. Ich lache, was geht dich das an? Da war er auch schon mal ein wilder Hund. Gar keine Frage. Wir haben das Leben geliebt, in jeder Beziehung. Und man darf ja nicht vergessen, gewisse Umstände in dem Geschäft machten gewisse Dinge auch verhältnismäßig leicht. Dich zu leben, dich Erotik, Sehnsucht, Leidenschaft. Viele Kaiser-Hits drehen sich gerne mal um das eine. Wärme, geboren, um Liebe zu geben. Jetzt zieh dich aus, Amadeus. Manchmal möchte ich schon mit dir. Irgendwie scheint es sich durch mein Leben durchgezogen zu haben, sich irgendwann, oder der Verdacht aufdenkt, der singt immer, wenn er Hits hat, irgendwelche Zweideutigkeiten. Die Medien bezeichnen seine Lieder scherzhaft als Softporno des deutschen Schlagers. Die Texte hatten immer so was leicht Frivoles. Der war nie der Loser. Der war nie der Softie. Der war aber auch nicht der Macho. Nee, der war der, der die Frauen dann doch irgendwie rumgekriegt hat. Die Medien reißen sich um den erfolgreichen Frauenschwarm. Homestories entstehen und geben Einblicke, wie es bei Roland Kaiser zu Hause zugeht. Der Mann sah gnadenlos gut aus. Natürlich war er zu dem Zeitpunkt dann auch ein Objekt der Begierde, sag ich mal, für die Presse. Und weil die Leute das natürlich auch alle lesen wollten. Die weiblichen Fans interessiert vor allem eins. Wenn ich richtig sehe, dann bist du aber noch Junggeselle. Ich bin noch Junggeselle, ja. Du bist also noch zu haben. Wie müsste sie denn sein, die Traumfrau? Sie müsste lieb sein, nett sein, meinen Beruf verstehen. Ja. Der ja sicherlich doch eine Menge Komplikationen mit sich bringt. Richtig, ja, man hat ja viel Zeit aufzuwenden für diesen Beruf. Und Aussehen, ist Haarfarbe wichtig? Haarfarbe ist nicht wichtig. Augen wichtig? Sie müssen schön sein, sie müssen lieb sein, die Augen. Sie müssen was ausdrücken können. Das ist ganz geschickt, nicht? Er hat sie alle angesprochen. Mit 28 Jahren heiratet Kaiser. Seine erste Ehe endet nach 10 Jahren, die zweite nach 5. Für die erste Ehe war ich deutlich zu jung. Da war es eher so, dass ich noch ein unsteter Mensch war, was das dem Widerstreben von Verführungen angeht. Bei der zweiten Ehe war es eher so, dass ich angefangen habe, mich sehr für überproportional für meine Arbeit zu interessieren, sprich nicht allein zu singen, sondern auch noch zu produzieren und war eigentlich nur unterwegs Richtung Arbeit. Diese zweite Ehe mit Schauspielerin Anja Schüte ist Mitte der 90er Jahre zu Ende. Das Ex-Paar liefert sich einen Rosenkrieg, öffentlich ausgetragen auf den Titelseiten der Bild. Dann macht man auch Fehler, indem man sich in Situationen zeigt, die man heute sagen würde, bitte, in mein Haus kommt gar keiner mehr rein, diese Art. Das ist der Anfang. Man denkt man, jetzt bist du so wichtig, dass diese Zeitung kommt. Heute sagt man sich, Zeitung in mein Haus, no. Kein Grund zu bleiben. Kaiser-Stories verkaufen sich gut, seine Platten immer weniger. Ende der 80er Jahre erobert die Neue Deutsche Welle die Charts und verdrängt den Schlager. Ich kann mich erinnern, ich hatte irgendeine Hitparade, da war ich Nummer 1. Dann kam ich da nach 8 Wochen wieder
und geriet in eine Sendung mit Nena, Hubert K. und noch zwei, drei anderen Ex und war plötzlich Achter oder Siebter in der Sendung. Bums, hat sie gemacht. Da dachte ich, da ist was. Kaiser erlebt einen Karriereknick. Doch er kämpft sich raus aus dem Tief. Mit dem Album Grenzenlos setzt er 1996 auf Popsongs und gewinnt als Duettpartner amerikanische Showgrößen. Sie weiß wie und wann und wo. Verdammt noch wie Paul Anka. Wie die meisten. Cause she knows me through and through. She knows what to do and how to please me. And she's a lady. Oder Nancy Sinatra. Also Roland ist einfach sehr, sehr offen und sehr, sehr weitsichtig auch in dem, was er macht. Und das zeichnet ihn als Künstler eben aus. Er bleibt nicht stehen. Er versucht immer wieder, neue Dimensionen in seinem Werk zu eröffnen. Liebe für immer. Im selben Jahr heiratet Kaiser zum dritten Mal. Silvia ist seit 1996 fest an seiner Seite. Hauptrolle. Hauptrolle. Sowohl von meinem Herzen her als auch von meinem Verstand her. Sie ist also extrem wichtig für mich. Sowohl als Ehefrau als auch als Partnerin im Sinne von Leben überhaupt, aber auch beruflich im Leben. Sie hat sich da sehr stark eingebracht und wir sind ein gutes Team in jeder Beziehung. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Jan und Annalena. Für die beiden gab es von klein auf besondere Momente mit dem berühmten Vater. Das, meine Damen und Herren, das sind Annalena und Jan. Und ihr erzählt jetzt mal unseren Zuschauern, was macht euer Papa von Beruf? Singen. Singen. Und wie heißt euer Papa? Roland Kaiser. In der Schule zu erzählen, ich mache jetzt ein Album mit meinem Vater, das ist, und mein Bruder ist auch noch dabei und wir gehen zu einer Fotosession und das war ganz spannend für mich. Fernsehauftritte natürlich auch. Die waren super. Die würde ich gerne aus dem Internet löschen. Ja. Ich tanze vom Spiegel, verkleide mich gern. Ich bin eine Prinzessin, die schön sind, nah und fern. Was glaubt ihr, habt ihr jetzt schon Fans? Ja. Ja. Was? Du denkst ja? Ja. Man hat mal ein bisschen den Einblick darin bekommen, was der eigene Vater macht. Also man ist natürlich auch mit dieser, ich versuche das jetzt mal zu beschreiben, aber mit dieser kindlichen Art natürlich vollkommen unvoreingenommen dahingegangen und hat mal gesagt, komm, guckst du mal. Es läuft rund bei Roland Kaiser. Bis zum Jahr 2000. Seit seiner Jugend raucht der Sänger. Das rächt sich. Ärzte diagnostizieren die lebensbedrohliche Lungenkrankheit COPD. Unheilbar. Für einen Sänger ist das so wie ein Maler, der das Augenlicht verliert. Oder ein Komponist, der ertaubt. Ja, das ist sicherlich eine der niederschmetterndsten Nachrichten, ausgerechnet mit dieser Krankheit geschlagen zu sein. Kaiser verheimlicht die Krankheit vor der Öffentlichkeit. Doch bei seinen Auftritten wird immer deutlicher, dass etwas nicht stimmt. Die Luft zum Singen fehlt. Die Auftritte werden zur Qual. Man will das nicht zugeben, dass man angeschossen ist. Ja? Meine Frau hat mal gesagt, das ist nicht klug, was du machst, weil die Leute spekulieren, nimmt er was, trinkt er, wo ist die Kraft hin, warum sieht er so krank aus? Wir lesen ja immer so viel, meine Damen und Herren, wir sind in diesen vielen, vielen bunten Zeitungen und da steht auch immer mal wieder was über Roland drin und da steht dann mal drin, wie es ihm geht und die Hälfte davon stimmt und die andere Hälfte stimmt vielleicht nicht. Und deswegen habe ich gesagt, wenn er bei uns ist, frage ich ihn selber. Roland, wie geht's? Mir gut, danke schön, ja. Schön. Das war dann schon sehr auffällig, dass er gerade noch mit voller vermeintlicher Lunge und Kraft sein Playback-Titel performt hat. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und man merkte, dass er eigentlich ganz schlecht sprechen kann.
Anfang 2010 geht nichts mehr. Dem Sänger bleibt die Luft weg. Konzertabbruch. Ich habe gemerkt, du kannst jetzt machen, was du willst, du schaffst es nicht mehr. Du wirst den nächsten Song nicht mehr singen können, du wirst auch die nächsten 2 Stunden nicht bewältigen können. Du hast nur einen Weg zu sagen, das war's hier. Kaisers Zustand ist kritisch. Er wird in die Medizinische Hochschule Hannover eingeliefert und kommt auf die Warteliste für ein Spenderorgan. Kategorie High Urgency, höchste Dringlichkeit. Dann weißt du genau, ist der Punkt erreicht, wo du jetzt so weit bist, dass du nur weitermachen kannst, wenn du das Glück hast, ein Organ zu kriegen. Ultima Ratio. Dann. Nach Wochen des Bangens kommt im Februar 2010 eine passende Spenderlunge. Ich wurde nachts geweckt und haben sie mir gesagt, wir haben ein Organ für Sie, wir werden Sie morgen früh operieren. Ja. Und dann bin ich weitergeschlafen. Es war Nacht, ja, also nachts schlafe ich gerne. Beide Lungenflügel werden transplantiert. Professor Warnecke und sein Team operieren 5 Stunden lang, musikalisch begleitet von Roland Kaiser. Da kam uns dann die Idee, wir können doch jetzt nicht Roland Kaiser operieren und nicht auch seine Musik hören währenddessen. Dann konnte der Anästhesist uns zu Hilfe eilen. Der hat da irgendwie so einen Mix rausgesucht von Roland Kaiser-Liedern, die wir dann gehört haben. Als Kaiser wieder zu sich kommt, ist an die Fortsetzung seiner Gesangskarriere erstmal nicht zu denken. Als ich wach wurde und dann 1-2 Stunden später sprechen wollen, und dann kam nichts raus. Dann hat man bei der Operation mein Stimmbandnerv berührt worden und dann war es mal Ruhe. Und dann denkt man sich, ui, das kannst du wieder atmen, aber nicht mehr sprechen. Das ist Sänger auch blöd irgendwie, ne? 90 Millionen verkaufte Tonträger, knapp 90 Singles, 8 Gold und 4 Platinplatten. Soll es das gewesen sein mit Kaisers Karriere? Also eigentlich sind wir alle nicht davon ausgegangen, dass er seine Karriere nach der Transplantation fortführen kann. Es ist ein kleines Wunder und für seine vielen Fans sicherlich die schönste Nachricht des Jahres. Er ist zurück. Hier ist Roland Kaiser. 8 Monate nach der Transplantation steht Kaiser schon wieder bei Carmen Nebel auf der Bühne. Der hatte Hummeln im Hintern und der war wirklich, ich möchte das machen, ich möchte raus, ich möchte jetzt singen, ich möchte loslegen. Ich möchte nur dir Dank sagen. Roland, sag dafür, uns erst. Dass du mir die Chance gegeben hast, so zurückzukehren. Ich habe schon ein ganzes Jahr auf dich gewartet. Und Ihnen danken dafür, dass Sie mich so wieder begrüßen. Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen allen alles Gute. Es ist wohl einer der emotionalsten Momente seiner Karriere. Und dann gibt es auch noch ein Ständchen von 3 langjährigen Weggefährtinnen. Wenn es nicht geht, das geht dann doch ganz glatt, wenn man Freunde hat. Mary Rose, Lena Valaitis und Irene Shear haben vor 30 Jahren mit Kaiser in der Hitparade angefangen und sind ihm nicht nur beruflich verbunden. Wenn man Freunde hat. Das war überraschend, ich habe das nicht gewusst. Es war also für mich sehr, sehr emotional. Nach 8 Monaten wieder vor mein Publikum treten zu können, war ungewöhnlich früh. War mir aber wichtig zu zeigen, ich bin wieder da, mit mir ist wieder zu rechnen. War mir wichtig, weil ich immer gesagt habe, ich komme wieder und werde wieder auf die Bühne gehen können. Seit seinem Comeback boomen Kaisers Konzerte mehr denn je. 3 Stunden Live-Gesang mit großer Band und neu arrangierten Kaiser-Klassikern bescheren ihm volle Stadien. Kaiser ist Teil des Schlagerbooms, der Deutschland erfasst hat. Der Schlager hat alles erlebt, haben wir alles gesehen. Der von der Blüte
über das Nischendasein bis dahin, dass er wieder einen neuen Aufschwung genommen hat. Dann hat man ihn mal verspottet, da war es die Schnulze. Dann ist er totgesagt worden und ja, jetzt haben wir einen Boom. Krönung aller Kaiserkonzerte ist jeden Sommer die Kaisermania in Dresden. Mehr als 50.000 Fans kommen dann zur riesigen Roland-Kaiser-Party. Die Karten sind sofort ausverkauft. Alt und jung von überall her feiern hier zusammen. Mein Publikum ist sowieso für mich immer ein Wunder, weil ich dann teilweise auch im großen Maße junge Menschen sehe, die sind 18, 19, 20. Und dann läuft mir so ein Film und denke mir, was wollen die eigentlich hier? Und dann singen die Lieder mit, die entstanden sind, weit bevor sie geboren wurden. Und die können das mitsingen, live und synchron. Da denke ich mir, hoffentlich vergisst du deinen Text nicht. Die sind besser als du. Durch die jährliche Kaisermania hat Roland Kaiser zur Stadt Dresden eine besondere Verbindung. Als es hier 2015 zu wöchentlichen Aufmärschen der fremdenfeindlichen Pegida kommt, zeigt Kaiser klare Haltung. Diese Bilder und Nachrichten aus Dresden spiegeln nicht das Bild einer Stadt und ihrer Bürger wider, wie ich sie über viele Jahre kennenlernen durfte und lieben gelernt habe. Ich stehe auch heute hier vor Ihnen, um meinen Standpunkt zu vertreten und meine Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass kulturelle und ethnische Vielfalt auch eine Chance in sich birgt. Kaiser nimmt in Kauf, dass er sich bei einigen seiner Fans keine Freunde macht. Lieber Herr Roland Kaiser, wir gehen zu Ihren Konzerten und bezahlen dafür. Da können wir bitte auch Neutralität uns gegenüber erwarten. Ich habe zu ihm auch gesagt, Roland, du wirst sicherlich den einen oder anderen Fan da vom Kopf stoßen, aber ich glaube, dass du dadurch auch noch viel, viel mehr Kredibilität gewinnst, nämlich die Aufmerksamkeit, die du auch verdient hast, weil es ja oft immer so ist, dass in der Öffentlichkeit so ein Schlagersänger eben einfach ein bisschen belächelt wird. Roland Kaiser, der Junge aus dem Berliner Arbeiterbezirk Wedding, ist seit 2002 Mitglied der SPD. Politisch und gesellschaftlich Haltung zeigen ist ihm wichtig. Kaiser bekleidet zahlreiche Ehrenämter. Für sein Engagement verleiht ihm Joachim Gauck 2016 das Bundesverdienstkreuz. Du musst ja, wenn du so viel Glück, wenn dir so viel Glück widerfährt, und du das vernünftig auch verarbeitest, musst du ja sagen, ich muss ja irgendwas mal tun, was über das Geldverdienen hinausgeht. Aus seinen Liedtexten hält Kaiser politische Botschaften raus. As the crowd gathers round, an angry young man face down on the street with a gun in his hand in the ghetto. Gerade feilt Kaiser am neuen Weihnachtsalbum, immer noch in dem Tonstudio, in dem er einst anfing. Diese Streicherphase. Mit Co-Produzent Alex Wende verbindet ihn eine langjährige Kreativfreundschaft. Die beiden probieren immer wieder Neues aus. Vielleicht. Oder was man schon lange nicht mehr macht. Vielleicht hätte ich Bock drauf. Ich beim Hören gedacht, das ist mal ganz toll. Mal was anderes zu machen, gegen den Strom. Wieder. Man macht einfach einen Fehler machen. Was kein Mensch mehr macht heute. Nee. Fällt auf. Ja, würde ich machen. Machen wir, einverstanden. Gut. Cool. Wir haben unglaublich viel Spaß an dem, was wir tun. Und es mag auch sein, dass diese Zusammenarbeit wieder einen großen Beitrag dazu leistet, indem wir wieder so erfolgreich sind wie in den 80er Jahren, eher noch mehr Erfolg haben. Weil das wird einfach nur Spaß machen. Einer seiner letzten Charterfolge wurde Kaiser von einem prominenten Fan beschert, Maite Kelly. Sie bewundert den Sänger seit Jahren. Er ist für mich immer noch der Mann im weißen Anzug. Der ist immer noch der, der diesen Blick hat, der diesen Schalk im Nacken hat und der alle Frauen zum Schmelzen bringt. Und so habe ich auch dann für ihn geschrieben. Beim gemeinsamen Anstehen am Catering-Buffet traut sie sich, ihr Idol anzusprechen. Herr Kaiser, wenn ich einen Song hätte für Sie, wo müsste ich es denn schicken, damit Sie es hören könnten? Also ich war schon diplomatisch. Und dann,
Ich werde es nicht vergessen. Plopp. Malte. An mich. Und irgendwann klingelte morgens bei mir zu Hause um 7:30 das Telefon. Sonntags morgens, glaube ich. Die meinte ja, ich muss dir unbedingt was vorspielen. Ich sage, Malte, es ist 7:30. Mädchen, was machst du? Ja, ich glaube, ich habe nicht. Und dann fing die an zu singen in mein Telefon rein. Ich sagte mir, okay, machen wir bitte davon eine Demo. Ja, das hört sich gut an. Mach weiter. Du solltest nicht allein auf eine Party gehen. Du solltest nicht. Und wieder funktioniert Kaisers Erfolgsrezept. Offen sein, sich immer neu erfinden. Der Titel schlägt ein wie eine Bombe. Dann ich sage, Moment, wir müssen ein Video haben. Da sagt sie, dann ein Video. Ich bin im 8. Monat schwanger und du bist ein alter Mann. Wie soll denn das gehen, sag mal? Die sollen uns wirklich mit 7 Lampen wegpusten, weil das ist ein sexy Song. Nur du und ich, wir sind nicht mehr sexy. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Okay, komm, wir machen so eine Wand hier, bis dann sind wir vom Star zu sehen. Da guckt man schön nach oben, ist schön, langes Gesicht. Und dann sind wir einfach lustig. Ja, könnte funktionieren. Eine Dame aus Dänemark schrieb wirklich runter, weil ja die Geschichte ein junges Paar erzählt, dann wirklich. Gut, dass ein junger Mann, gut, dass eine junge Frau, und schreibt dann die Dame rein. Tolles Video, auch das ältere Ehepaar, sehr nett. Warum hast du nicht Nein gesagt, wird mit Platin ausgezeichnet und auf YouTube mehr als 130 Millionen Mal abgerufen. Neuer Kaiserrekord. Wenn Kaiser Ruhe sucht, zieht er sich auf die Insel Sylt zurück. Hier hat er seit den 80er Jahren ein eigenes Haus. Seit den 90ern besitzt er einen Pilotenschein. Und seit ein paar Jahren eine eigene Maschine. Wie ein Schleier staubt der Regen, riss sie ab. Und sie schweben der Sonne entgegen. Das war mal mein Traum, mal Pilot zu werden. Das hat aber nicht funktioniert, weil das ging damals aufgrund der finanziellen Möglichkeiten meiner Mutter einfach nicht. Und dachte mir, wenn du mal irgendwann im Leben so weit bist, dann kannst du vielleicht mal das Fliegen erlernen. Hier oben so, dass die Dinge, die einen sonst bewegen und berühren und beschäftigen, einfach kleiner werden. Es ist, wie Reinhard May sagt, als würde lauter alles nichtig und klein. Er ist jetzt fast 70 Jahre alt. Solange er seine Fans mit so viel Spaß unterhalten kann, ist für ihn an Aufhören nicht zu denken. Der Grund, dahin zu kommen in meinen Konzern, das sollte nicht das Mitleid sein, sondern eher, da will ich aber hin, das macht Spaß. Meine Absicht ist, so lange arbeiten zu können, wie es möglich ist. Und das ist ja auch ein Stück Lebensfreude, ne?